Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei City Skylines. Wir bauen unsere Stadt ein wenig weiter. Wir brauchen ja dringend noch ein paar Wohnbereiche. Deswegen wird es heute darum gehen, ein neues Wohnviertel zu erschließen. Dafür brauchen wir natürlich einen Anschluss an die Autobahn. Und deswegen so der Titel der heutigen Folge: Anschluss gesucht. Das ist das Stück, was ich mir ausgesucht habe, hier rechts neben dem See. Oben führt die Autobahn entlang und rechts entsprechend auch. Also werden wir da jetzt einen Autobahnanschluss herstellen. Und ich hatte mich dafür entschieden, eine etwas längere Zu- und Abfahrt zu machen und ein vernünftiges Autobahnkreuz zu bauen. Da war mir natürlich die Eisenbahn so ein bisschen auf der anderen Seite im Weg und ich hatte erst gedacht, ich baue hier dann die Zufahrt neben der Eisenbahn. Ist aber Quatsch, weil ich muss dann irgendwie drüber oder drunter her. War dann also nicht so wirklich gut durchdacht. Insofern blieb nur das erstmal über. Eisenbahn erstmal weg. Wir haben natürlich die Zeit angehalten, damit da kein Zug irgendwie entgleist, führen die Eisenbahn jetzt unterirdisch weiter. War eigentlich nicht das, was ich machen wollte, weil ich sehe ganz gerne die Fahrzeuge dann durchaus fahren und unterirdisch wie U-Bahn oder so, oder auch sehe die Eisenbahn unterirdisch. Da sieht man halt eben nichts, wie der Verkehr da so läuft, und deswegen mache ich das ungern, aber gut, hier war es dann jetzt die einfachste Möglichkeit, die ich hatte. Damit haben wir Platz gewonnen. Und jetzt geht es darum, ein Autobahnkreuz zu bauen. Ja, die Autobahn oben war vorgegeben, die habe ich jetzt also hier auch nicht verändert. Könnte man natürlich eigentlich tun, aber habe ich hier nicht gemacht. Ist so ein bisschen krumm und bucklig immer noch alles. Also ich bin immer noch nicht so ganz der Perfektionist hier dabei. Und hier soll dann halt eben das Autobahnkreuz oben drüber gehen. Ja, und hier neben soll dann auch, wie unten auch im Prinzip, eine verlängerte Zu- und Abfahrt. Also ich kriege das leider immer noch nicht so perfekt hin irgendwie. Es ist ich auch parallel dann eben zum Teil nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht. Man sieht, dass da oben irgendwie läuft dann doch wieder ein bisschen zusammen. Aber ich arbeite dran. Also so sieht es erstmal im Groben aus. Jetzt haben wir oben und unten jeweils die lange Abfahrt, um den auf- und abfahrenden Verkehr so ein bisschen zu verteilen auf der Länge. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, hier noch entsprechende Auffahrten zu machen oder Abfahrten zu machen auch. Und naja, Idee ist okay, aber die Ausführung ist, naja. Ich wollte diese gerade Abfahrt oder Auffahrt möglichst eng dran machen. Also die ersten beiden haben nicht geklappt. Die dritte hat dann aber ganz gut funktioniert. Die sahen ganz gut aus. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann wird das einmal klappt. Reißen wir hier den Kran nochmal wieder weg und versuchen es nochmal neu. Dann packt einen ja doch auch das Fieber, ihr kennt das bestimmt auch. Ja, und hier habe ich dann das wirklich so versucht, möglichst nah diese beiden Auf- und Abfahrten aneinander vorbeifahren zu lassen. Ist auch nicht perfekt, gar keine Frage, aber ich fand schon viel, viel, viel besser als die ersten zwei Versuche, die ich hatte. Man sieht da recht nochmal, wie es aussah. Und ja, so habe ich jetzt die vier Ecken dann weiter ausgebaut. Mal hat es ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter geklappt, aber okay. Aber wie gesagt, schon deutlich besser, finde ich, als der erste Versuch, den ich da hatte. So sieht es erstmal ganz gut aus, finde ich. Also das sieht auch schon mal nach einem Autobahnkreuz aus. Das berühmte Kleeblatt sozusagen. Ja, da kann man, glaube ich, erstmal mit arbeiten. Warum ich dann in der Mitte eine etwas größere Lücke gelassen habe, keine Ahnung. Ich hatte eigentlich irgendwie ursprünglich für noch vorne Eisenbahn reinzubauen, aber naja. Ja, dann ist mir wieder beim Bauen, beim Rumschauen aufgefallen. Hier habe ich hier wieder mein Staugebiet Nummer 1, was ich ja beim letzten Mal eigentlich schon gedacht habe, hier irgendwie vernünftig gemacht zu haben. Und ich weiß nicht, eigentlich könnte ich da zweispurig abfahren und das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe jetzt erstmal dann noch hier nochmal auch unterirdisch, sieht man, wie weit das hier geht, der Stau.
Die halten sich alle auf einer Spur auf und keiner wechselt da die Spur. Man sieht, dass hier rechts vorbeifahren welche, in der Mitte halten welche, dann drängeln sich noch welche rein, obwohl die echt zweispurig abbiegen könnten. So ist zumindest der Gedanke. Aber irgendwie, weiß ich nicht, funktioniert das nicht. Ich habe dann nochmal geguckt, ein bisschen analysiert, ein paar Autos mal angeklickt. Die wollen also alle, oder nicht alle, aber natürlich die meisten wollen ins Gewerbe- und Industriegebiet. Da muss man gucken, wie man das hinkriegt. Hier sieht man es nochmal. Und jetzt habe ich einfach überlegt, dann baue ich da einfach jetzt parallel, du hast so der ursprüngliche Gedanke, parallel dazu nochmal an mehrere Stellen dieser überlasteten Autobahn einfach Abfahrten und führe das Ganze in einer zweiten parallel führenden Autobahn ab. Ja, möglichst parallel laufen lassen. Hier eine dreispurige, das ist glaube ich dreispurige Autobahn. So, und hier diese Abfahrt mache ich hier komplett neu. Also das ist wirklich, damit habe ich irgendwie immer zu tun mit diesem Gebiet hier. Und jetzt führe ich diese dreispurige parallele Strecke, die führe ich jetzt als neue Ausfahrt da raus. Den Gedanken, den ich dabei verfolge, der ist eigentlich folgendes. Die normale Autobahn, die jetzt hier von links kommt, da ist gar nicht so viel Verkehr. Da kommen ein paar Autos, mehr aber auch nicht. Der meiste Verkehr kommt eben hier aus dem Stadtgebiet heraus. Und statt eine Abfahrt zu bauen und die andere als Hauptautobahn zu nehmen, habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt diese hier als Hauptautobahn. Und die andere, die jetzt von irgendjemand von rechts kommt, die wird dann eben als Nebenautobahn, die dann als Zubringer im Prinzip fungiert und auf diese neue Autobahn drauf geht. Das Ganze habe ich dann auch noch mal ein, zwei Mal ein bisschen optimiert. Erstmal sind dann noch die Fahrzeuge, die ja von auf der Abfahrt noch drauf waren, die muss natürlich noch erstmal weg. So ist es der Gedanke, dass diese Bahn oben eben diese Hauptautobahn wird und der Rest ist. Ich habe dann doch nochmal von der Linienführung her, von der Streckenführung her nochmal anders gemacht, um auch da wirklich nochmal klar zu ziehen, dass das jetzt hier die Hauptstrecke quasi ist. Und habe auch versucht, möglichst eine entsprechende gut zu fahrende Kurve zu machen, damit die Autos dort gar nicht erst irgendwie abbremsen müssen. So, dann ist von hier aus vierspurig, da muss ich natürlich die Richtung noch ändern, klar. Und dann kommt eigentlich nur noch von dieser früheren Hauptautobahn, kommt da eigentlich jetzt nur noch der Zubringer rauf. Und dann sollte das eigentlich von hier aus dreispurig, von da ab weiter geht es dann vierspurig, sodass die Autos, die von dieser Nebenautobahn dazu kommen, eben sich dann auf dieser vierspurigen Autobahn verteilen. Und hier habe ich dann mehrere Abfahrten gemacht. Die werden auch tatsächlich unterschiedlich genutzt. Man sieht das auch gleich. Hier fährt einer raus. Da hinten fahren welche raus. Also ganz, ganz unterschiedlich. Aber so habe ich mir gedacht, haben die Fahrzeuge wenigstens die Möglichkeit, an verschiedenen Punkten abzufahren. Und zwar kommen die auf diese neue Autobahn auch von links drauf. Also weil ja irgendwie die Fahrzeuge sich alle immer rechts aufhalten. Auch hier wieder zum Beispiel sieht man, eigentlich können die dreispurig fahren, weil sie müssen nicht auf eine andere Autobahn auffahren. Tun sie aber irgendwie nicht. Weiß auch nicht. Wenn jemand da eine Idee hat, gerne im Kommentar hier bitte reinstellen. Ja, hier haben wir unser Autobahnkreuz erstmal, was wir da gerade neu gebaut haben, für den Anschluss ans neue Wohngebiet. Ein bisschen verlängert nochmal. Man sieht, das soll später auch hier drauf führen. Wird dann noch mehr Verkehr. Ich gucke mal, ob ich das so lasse. Auf jeden Fall fließt es jetzt wieder ein bisschen mehr. Und man sieht auch auf dieser früheren Hauptautobahn, da ist jetzt gar nicht mehr viel los. Ein paar kommen von da hinten noch, aber das ist schon überschaubar. Ja, unser neues Autobahnkreuz finalisieren wir jetzt hier so ein bisschen. So sieht das schon mal ganz schick aus, finde ich. Hier unten wollte ich eigentlich erst einen Kreisverkehr setzen, aber habe mich dann doch für so eine Straße entschieden, die mit Fahrradlinie auf jeden Fall da ist. Dieses Wohngebiet wird so aussehen, dass es fahrradfreundlich sein wird. Ich habe dann hier erstmal grob die Hauptstraße, die da durch das ganze Gebiet gehen soll, grob als Raster gezogen. Das Ganze dann natürlich entsprechend noch verbunden wieder. Und dann habe ich gedacht, ich könnte hier eigentlich so eine schicke Brücke
über den See machen. Da habe ich noch was mit vor, kommt aber später dann. Also so war der Gedanke, dass man hier dann quasi drüber fahren kann, als Hauptstraße, als Runde, die man da durch das ganze Stadtgebiet fahren kann. Und jetzt innen drin kleinere Straßen, auch eben mit Fahrradwegen. Ursprünglich hatte ich das mit dieser freien Geschichte gemacht, habe es dann aber nochmal geändert. Das sollte so ein bisschen kreisförmig um dieses Seeufer herum sein. So ein bisschen, ja, noble Wohngegend. So war die Idee dabei. Als Kurve jetzt gezogen, nicht als Freiform. Und das soll dann so, so wird die Wegführung in diesem neuen Viertel auf jeden Fall sein. Ab und zu die Straße nicht ganz durchgezogen. Damit man nicht zu viele Kreuzungen aufbaut. So war die Idee zumindest. So, das wird das Hauptgebiet sein. Hier oben in dem Bereich zur Autobahn hin, da habe ich mir überlegt, da soll so ein bisschen was hinkommen in Richtung ja, Highlights wie so ein Aquarium. Habe ich mir überlegt, das Aquarium wollte ich auf jeden Fall machen, also als Touristenanziehungspunkt und als Freizeitaktivität. Und diese Seite hier soll so ein bisschen der Bereich werden, wo die Müllgeschichte wieder hinkommt und solche Sachen halt. Also die Dienstleistungssachen ein bisschen, ja, dass man sich mit dem im Stadtkern hat. Dann habe ich hier nochmal wieder den europäischen Suburbia, also quasi kleinen Wohngebiet europäischer Art reingesetzt und habe versucht, hier auch die Straßen so zu gestalten mit Wendehammer. Ich habe hier die Förderung des Fahrradfahrens und den Fahrradbann auf Gehsteigen. Also man darf hier dann dort nur auf ausgewiesenen Fahrradwegen fahren und die Bewohner sollen Elektroautos fahren. Das ist also hier so diese Richtlinie hier, die ich jetzt hier angelegt habe. Ja, und hier, wie gesagt, so ein bisschen in Richtung der Autobahn, da soll dann ein bisschen Gewerbe mit entstehen, aber eben auch so ein paar Touristengeschichten. Aquarium, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das da baue. Was anderes muss ich nochmal schauen, was noch kommt. Das ist erstmal die grobe Wegeführung. Dann kreiseln wir das Ganze noch ein, haben wir hier um Viertel vor sieben heißt das neue Wohngebiet und wir haben auch hier selbstversorgende Gebäude. Und jetzt kommt das, was ich vorhin schon sagte, hier kommt erstmal der Müllbereich mit rein. Aber auch ein Recyclingzentrum hier mit reingesetzt, das eben dann so ein bisschen am Rand des Wohnviertels. Krankenhäuser habe ich hier oder ein bisschen hier ein Altersheim, dann direkt am See, ne? Seniorenzentrum am See, dann habe ich noch ein Kinderkrankenhaus und eine große Klinik hier noch hingesetzt. Sowas kann man immer ganz gut in Richtung der Autobahn setzen, weil da einfach dann Wohngebiete immer ein bisschen schwierig sind, weil die Leute dann immer meckern. Ja, soweit ist es vorbereitet für unser siebtes Wohnviertel, weil wir, wie gesagt, einfach Platz brauchen. Und das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch, klar. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas.